Nur noch wenige Tage ist Forstamtsleiter Kersten Blaschzock noch im Dienst beim Forsthof Hart anzutreffen. Im August wird er in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Während seiner rund 30-jährigen Dienstzeit hat Förster Blaschzock so einiges erlebt. Gerade die letzten Jahre, die sind schon sehr katastrophal. Es gab immer wieder mal Katastrophen, also ich denke an Kyrill oder Ela. Das hat ja hier insbesondere das zentrale Ruhrgebiet sehr stark betroffen. Aber das wurde noch getoppt in den letzten 3 Jahren. Erst kam Friederike, dann die Dürre und die Borkenkäferkalamität. Und so ein Desaster oder so eine Krise habe ich noch nicht erlebt. Und auch auf dem Holzmarkt gibt es Preissprünge nach unten und nach oben. Das habe ich die letzten 30 Jahre noch nicht erlebt. Doch nicht nur negative Eindrücke bleiben am Ende seiner Dienstzeit im Gedächtnis. Auch positive Ereignisse im Forstamt gab es. Also einmal fand ich sehr schön hier unsere 100-Jahr-Feier vom Forstamt Hart oder die Tage der offenen Tür. Oder auch dann die Veranstaltung rund um den Meiler und Führung mit Schulklassen. Oder wenn man auf einer Versteigerung für viel Geld einen schönen Stamm verkaufen konnte. Das sind, denke ich, schon mal so einige schöne Erlebnisse. Ein langjähriger Weggefährte, Michael Reidemeister, wurde bereits am 1. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Für ihn kam Julius Voida. Zusammen mit seinen Kollegen will er sich den Fragen der Klimaveränderungen für den Wald stellen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, den Wald klimastabil aufzubauen und auf das, was den Wald in Zukunft erwartet, vorzubereiten. Das wird in vielerlei Hinsicht geschehen. Wir wollen einmal die durch den Borkenkäfer zerstörten Fichtenbestände, die wollen wir wieder aufforsten mit möglichst vielen verschiedenen klimastabilen Baumarten. Und wir wollen die übrigen Bestände, die aktuell noch oder die übrigen Baumarten, die aktuell noch sehr vital sind, aber wo in Zukunft vielleicht auch Probleme auftreten können, die Bestände wollen wir fit machen für den Klimawandel. Forstamtsleiter Kersten Blaschzock wird am 26. August 2021 von den Kollegen verabschiedet. Für die Zeit im Ruhestand hat sich Förster Blaschzock schon einiges überlegt. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Hund bekommen, einen Westfalen-Terrier. Und der will erzogen und ausgebildet werden. Also insofern gibt es da schon einmal eine Aufgabe. Und dann denke ich, werde ich auch die Zeit mit meiner Frau nutzen, dass wir uns nochmal das eine oder andere in der Welt und auch in Deutschland ansehen, also ein bisschen verreisen.